geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder einen richtig krassen Outfit-Glitch für euch, und zwar wie ihr ein Outfit mit den neuen Taucherflossen bekommen könnt, beziehungsweise das Ganze abspeichern könnt, beziehungsweise wie ihr eben permanent mit diesen Taucherflossen ganz normal außerhalb des Wassers rumlaufen könnt. Denn normalerweise könnt ihr diese Taucherflossen ja nur im Wasser beziehungsweise unter Wasser benutzen. Außerdem bekommt ihr bei diesem Outfit auch noch so ein verbuggtes T-Shirt dazu, was auf jeden Fall auch richtig fresh aussieht. Das Ganze ist auf jeden Fall wirklich mega einfach und funktioniert zu 100% auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC. Aber bevor wir nun anfangen, wäre es auf jeden Fall echt fresh von euch, wenn wir heute auch wieder für diesen krassen Glitch wieder die 444 Likes packen würden. Und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Aber ich würde mal sagen, dass wir jetzt nun mit dem eigentlichen Glitch beginnen. Zunächst einmal müsst ihr jetzt nun in irgendein x-beliebiges Bekleidungsgeschäft gehen und dort müsst ihr euch dann ganz einfach mal zur Kasse bei der Kassiererin begeben und dort müsst ihr euch jetzt irgendeinen x-beliebigen Taucheranzug kaufen. Diese findet ihr logischerweise in der Kategorie Taucheranzüge und hier könnt ihr euch wirklich jeden x-beliebigen Anzug aussuchen, denn das Ganze funktioniert wirklich mit jedem Anzug. Habt ihr das nun gemacht, dann verlasst ihr jetzt nun wieder das Geschäft und dann sucht ihr euch irgendwo einen Platz raus, wo eben Wasser ist. Ich mache das Ganze einfach auf dem Golfplatz, da dieser direkt um die Ecke war, aber wie gesagt, das könnt ihr eben überall machen, wo eben Wasser ist. Seid ihr jetzt nun im Wasser angekommen, dann werdet ihr jetzt nun merken, dass ihr jetzt nun die Taucherflossen anhabt und wenn ihr diese jetzt nun anhabt, dann müsst ihr jetzt ganz einfach in euer Interaktionsmenü gehen und dort müsst ihr dann ganz einfach in die Kategorie Stil gehen. Seid ihr hier nun angekommen, dann müsst ihr jetzt nun runter auf beleuchtete Kleidung gehen und dort müsst ihr jetzt für ca. 10 bis 20 Sekunden nach links oder nach rechts switchen, so dass ihr hier den Stil die ganze Zeit wechselt, beziehungsweise so, dass sich hier eben der Stil die ganze Zeit verändert. Habt ihr das nun gemacht, dann müsst ihr jetzt nun in euer Pausenmenü gehen und dort geht ihr dann auf den Karteireiter online und dann klickt ihr dort ganz einfach auf neue Sitzung finden. Und wenn ihr jetzt nun in der neuen Sitzung angekommen seid, beziehungsweise in der neuen Sitzung gespawnt seid, dann habt ihr jetzt nun auch schon das Outfit mit den Taucherflossen an und das außerhalb des Wassers. Und diese könnt ihr jetzt nun ganz einfach in eurem Apartment oder in eurem Bekleidungsladen abspeichern. Ich feiere das Outfit auf jeden Fall richtig heftig, da auch noch dazu dieses komische T-Shirt am Bauch da ist und das Ganze sieht auf jeden Fall richtig krass aus, schon fast so, als wäre das ganze Outfit gemoddet und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich euch diesen Glitch auf jeden Fall heute hier in diesem Video mal zeigen musste. Aber das soll es jetzt erstmal fürs Erste gewesen sein, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.